Hallo und herzlich willkommen zurück bei Definity. Ich suche gerade diesen Herzog. Greetings. Oh, hallo. Ich nehme an, ihr seid hier, um mich gnadenlos zu verhören, damit ihr Informationen von mir erhaltet, die ich überhaupt nicht habe. So wie es unser edler Hauptmann Aureus bereits getan hat. Ich habe eine recht interessante Geschichte über euch und Esmeralda gehört. Ja, ich habe eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Genau, nicht nur ich, sondern wir. Das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr. Und ich bezweifle stark, dass Jake zum Lebzeiten nichts davon wusste. Ich verstehe, dass Esmeralda und ich unter starkem Verdacht stehen. Aber ich versichere euch, dass unsere Affäre weit weniger heißblütig und schmutzig war, als es all diese Wichtigtuer behaupten. Hast du bei Fett Minus Sympathie bekommen? So geil. Jake und Esmeralda empfanden keine besondere Zuneigung füreinander. Er ging seinen Interessen nach, sie ihren. Und von ihren Leidenschaften war nicht mehr viel übrig. Auf jeden Fall nicht mal genug für einen Mord. Was wisst ihr denn über den Mord an Jake? Das sind tragische Neuigkeiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Razzia und ich je in derselben Meinung waren, aber ich habe ihm nie etwas Böses gewünscht. Farewell. Was ist das hier eigentlich? Zurück, Teufel, zurück oder ich spalte euch den Nabel. Ich spalte euch vom Nabel bis zur Nase. Oh, oh. Oh, ho. Madura. Die schreckhaftes, dummes Ding. Vom Nabel bis zur Nase, sagt sie. Ich bitte tausendfach um Entschuldigung, Kamerad. Wenn man so schon so lange Schädel eingeschlagen hat, wie diese alte Bärin hier, kann es schon passieren, dass man jeden kleinen Rempler für eine tödliche Umklammerung eines Quellzyklopen hält. Wie wäre es mit einer richtigen Vorstellung? Wir sollten leise sprechen. Wie, man weiß nie, wo der Feind seine Augen und Ohren hat. Was meint ihr mit der Feind? Verdammt nochmal, Kamerad, sprecht leise. Wollt ihr, dass jeder Hans und jeder Franz erfährt, was wir miteinander besprechen? Jeder dieser rastlosen, umherblickenden Trunkenbolde könnte ein Quellspion sein, aha. Nun gut, ich erklär's euch. Auch hier, um die Gefahr durch die Quellen aufzudecken und zu beseitigen. Ich bin eine Quelljägerin im Geiste und in meinen Taten. Auch wenn ich den Titel nicht mehr tragen darf. Mein Name ist Madura. Meine Hand dient eurer Sache. Mein Schwert steht euch zur Seite. Ah, zu viel gequatscht. Der Orden hat diese kleine alte Dame in den Ruhestand verabschiedet und in eine verschlafene Stadt nördlich von hier geschickt. Aber kein Schaukelstuhl kann eine eingefleischte Quelljägerin von solch einer abscheulichen Heimsuchung der dunklen Magie abhalten. Ein Razzia wurde ermordet. Madura wird nicht ruhen, bis der Unhold gefasst ist. Was? Moment mal, wir könnten die vielleicht anheuern, ne? Aha. Was das angeht, so könnte ich jemanden gebrauchen, der mir den Rücken frei hält, wenn in dieser Stadt. Denn in dieser Stadt lauern unter jeder losen Holzdiele Quelldämonen. Und ihr könnt sicherlich ein tapferes Herz und ein erfahrenes Schwert an eurer Seite gebrauchen. Ja. Gerne doch. Nun, ihr kennt das alte Sprichwort, 2 sind eine Teegesellschaft, 3 eine Invasion. Geil.
Wenn wir uns zusammentun, sind wir in der Lage, jeder der unzähligen Monstrositäten entgegenzutreten, die sich uns in den Weg stellen. Was sagt ihr? Fantastischer Plan. Zusammen werden wir eine einzige Quellspur in dieser gefangenen Stadt vernichten. Jede einzelne Quellspur. Natürlich nehmen wir die mit. Hervorragend. Mit einer weiteren Quelljägerin in den Trupp sind wir noch besser gegen die gottlose Magie gewappnet. Willkommen an Bord, Madora. Yay! Noch jemanden mehr. Cool. Das Coole ist, dass wir dann natürlich auch viel mehr Kampfkraft haben jetzt. Das ist die richtige Einstellung. Hört gut hin. Hört das. Das ist das Geräusch einer Quellmagierin im Umkreis von 100 Meilen, die in ihren winzigen Stiefeln zittern. Wir sind jetzt also zu dritt. Watch out! I smell the fierce stench of frightened source goblin. Actually, I think that's only roast pig. Ah yes, yes of course. This time. Es scheint so eine richtige Prüglerin zu sein. Ich muss mal kurz gucken, was die kann und welches Level und so. Die ist auch Stufe 3, so wie wir. Hat hier schon ein paar mehr Fähigkeiten. Ja, ja, ja. Hat natürlich nichts im Inventar, jetzt großartig, ist ja verständlich. Dann hat sie einen fetten Zweihänder. Das können wir gleich mal noch ändern. Kann ich ja hier wechseln. Ach, die Axt hat dich ja, Mist, die Axt hat dich ja vertickert. Und Stärke, Gewandtheit, Konstitution. Okay. Auf zweihändig geskillt. Körperstärke, Fähigkeiten, natürlich Waffenknecht. Und hier Opportunist, steh auf, Männchen, aha. Und ja, hier das noch. Wie im Rauch. Okay. Da haben wir noch eine Nahkämpferin. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, finde ich. Also, kann noch ein bisschen mehr drauf geben. Coole Kiste, gefällt mir. Und allerdings haben wir nicht mehr erfahren, leider. Wir haben nicht mehr erfahren. Ich gehe mal zum Hauptmann. Ich glaube aber fast, der hat auch nichts zu melden. Das heißt, wir würden jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Ich kann da mal kurz nochmal ins Journal gucken. Vielleicht steht da noch irgendeine Art Hinweis drin, der uns weiterbringen könnte. Ach Mist. Bin mal über die Karte gescrollt. Und dann dahin gelaufen. Uiuiui, da kann ich nicht. Da kann ich mich nämlich mal kurz strecken. Oh, schön. Oh ja, genau dort. Nee, das war ein Scherz. Hier ist natürlich niemand mehr. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to Shining Recruit. Sorry, sir. So, einen Schluck getrunken habe ich auch noch. Und schauen wir doch mal. Sorry. Back again. Hat er noch was zu der Ermordung zu sagen? Sie, ach so, ja genau, das weiß er jetzt natürlich. Sie wurde gestohlen. Was ist dieser Robert für ein Teufel? Zu Trottel natürlich, nicht Teufel. Eine Bestechung in verlagerten Cecile anzunehmen. Ha, was hat er mit dem Gold vor? Den größten Räucherfisch im ganzen Land zu kaufen? Er wird sich für vieles verantworten müssen, aber nichts für so viel wie derjenige, der ihn bestochen hat. Ich schätze, euer Auftrag ist ziemlich eindeutig, nicht wahr? Zieht los und findet den großzügigen Leichendieb.
Vielleicht hat der Bürgermeister. Habt dem Bürgermeister gedacht? Meine Güte. Ihr könntet nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, wenn ihr eine querschnittsgelähmte Kuh verdächtigen würdet. Der Mann hat einen verwaisten Ork aus reiner Herzensgüte aufgezogen. Ihr Tölpel, was hat er gemacht? Da schließt sich mir jetzt, glaube ich, langsam auch, warum die Orks hier angreifen. Er soll den Mord begangen haben? Das ist lächerlich. Moment mal kurz, was hat denn der ver... Das sind, ich glaube, das sind, ja, das sind besagte Fähigkeiten. Und ich denke mal, das sind die Fähigkeiten für den Krieger. Ja, sicherlich, sonst wären sie bestimmt nicht rot. Das wäre ein cooler... eine coole Fähigkeit für unsere... für unsere andere Heldin. Moment mal. Ich komme ja nicht ins Inventar. Das wäre eine coole Fähigkeit für unsere Heilerin. Heilerin in Anführungsstrichen, aber... weil die macht ziemlich viel Heilung. Brauchen wir sowieso Stufe 4. Was ist das? Präzisionshaltung. Ah ja. Ermunterung verbessert die Wahrscheinlichkeit, einen Nahkampftreffer zu treffen. Das ist auch die Präzisionshaltung. Zweimal, ja. Resistenzen verringern an Angriff anscheinend. Die helfende Hand, ja. Und hier haben wir noch den Sturmangriff, ja. Und die Nahkampfhaltung. Ich würde ultra gerne... was haben wir da noch? Helfende Hand und... Ermutigung. Den hier würde ich super gern kaufen. Das reicht wohl noch nie ganz. Das wird schwer, das wird schwer, das wird schwer. Ja, gar nicht drin. Die angelegten, kann das sein? Ja. Ah ja. Oh, hier ist noch ein Schwert bei, was ich mal ausrüsten könnte. Der Angel werde ich nie weit kommen. Ja. So können wir das machen. Das geklaute Bild noch verkaufen. Sehr schön. Okay, wir haben den Verdacht. Nee, kann es nicht sein. Es wurde eine gewisse Eva Maria erwähnt. Eva Maria, Meister Tellurons Lehrmädchen. Die ist ein hübsches Ding. Sie hat mir einst einen Trank gebraut, der mich von einem Ausschlag befreit hat. Der lästiger war als ein Dachs in der Unterhose. Uah, ich will gar nicht wissen, wo der Ausschlag war. Nein, sie scheint mir nicht der Typ zu sein, der Leichenverstecken spielt. Ich habe gehört, ihr wurdet beim Totengräber gesehen. Ihr wagt es, hier zu stehen und mir eine Beleidigung an dieselbe schäbige Sache zu unterstellen. Ihr wagt es, mich zu beschuldigen, den Hauptmann der Legion. Raus mit euch, raus! Bevor ich meine Männer einen Galgen aufbauen lasse und wir eine Quelljäger-Pinata veranstalten. Oh, so ein Pimmel, der ist aber auch. Fine. Back again. Okay, wir haben das schon mal alles gefragt. Tja, was ich jetzt noch machen kann ist, erstmal das Thema wechseln und weggehen. Jetzt muss ich natürlich rausfinden,
zieht sich ganz schön, ne? Also es tut mir leid, aber so ist das Spiel wohl. Jetzt muss ich natürlich rausfinden, wo und wie und warum. Ich werde versuchen, doch nochmal hier mit dem Mädel zu sprechen. Zwischenzeit gehe ich mal kurz ins Inventar und benutze das Teil. Nein, 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 nein! Ich wollte es doch an Alice schicken. Wunden heilen nicht erlernt. Ach, das ist wirklich nur eine Waffenknechtfähigkeit, ja? Wie viel braucht man denn dafür? Und er kann das schon, oder was? Scheint ja zumindest schon. Ihr habt die Verwendung dieses Materials bereits erlernt. Die Fernbedienung ist das, lol. Ach, das ist das hier. Ja, ja. Schade. Naja. Das war jetzt doof. Was hier abgeht in diesem Dorf. Marktschreier. Das ist der. Wo ist denn die Kleine? Tomon soothing a corpse's troubled mind. It can't have gotten far. Tja, ich kann mit denen hier nicht sprechen, das heißt, ich müsste hier entweder einen Beweis dafür finden, dass die Leiche entführt wurde. Abgeschlossen, was so viel heißen würde, wie ich müsste die Leiche hier finden. Wobei das aber vermutlich mal ein bisschen schwer wird. Now that tome on soothing a corpse's troubled mind. It can't have gotten far. Ich müsste da rein, die Kleine müsste hier mal ein bisschen rausgehen, gerade aus dem Raum. Nur dieses Buch, ne, haben wir gesagt. Jetzt geht's, oder? Ich kann hier mal kurz das Schloss knacken und die Tür aufbrechen, je nachdem. Wo sind die Diedelriche, wenn man sie mal braucht? Da will ich reingucken. Mist, das war der letzte Dietrich. Mal die Tür zu machen. Bin ich hier drin? Oh, was ich jetzt natürlich machen kann, ist diesen hier. Oh, die Truhe einfach kaputt.
Dann eher vielleicht besser, wenn er dann noch das bessere Schwert mal ausrüsten würde. Danke. Ist natürlich eine Straftat, theoretisch. Aber ich muss ja hier reingucken. Ich muss hier reingucken. Ein Schlüssel, den nehme ich gleich mal mit. Nicht identifizierte alte Schuhe. Nehme ich mal mit. Gemälde. Das sind die beiden Gemälde. Und hier haben wir noch ein Stückchen Kettenrüstung. Nehme ich auch mal mit. Kann ich senden an Madora. Flup. Tja, da war wohl nichts drin. Wir sind hier im Schrank. Nichts drin. Das Bett kann ich nicht verrücken. Ich war da nicht drin, nee, nee. Alles super. Hab auch nicht gestohlen. Ah ja. Mit Medora kann man da nicht mit dem sprechen. Minus. Ja. Okay, ich würde sagen, wir suchen in der nächsten Folge weiter. Ich habe da ja noch die Idee, dass man im Friedhof mal gucken kann. Den Stab, ja. Das war das. Die Frau des Ratsherrn. Aber auch nichts Neues. Es gibt 4 Verdächtige. Naja. Müssen wir wohl in der nächsten Folge weiterschauen, wie wir da den Mörder entlarven können. Und ob denn wirklich Quellmagie dahinter steckt nun oder nur ein einfacher Mord aus Eifersucht oder was auch immer. Und ja, was mir jetzt noch als Idee bleibt, ist einfach mal hier in dieses Loch hinabzusteigen. Genau, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.